Vielen Dank, schönen guten Tag. Wir haben die Aufgabe, den Internationalismus neu zu bedenken und sind ja mit Leitsätzen ausgestattet, unserer Kuratorinnen, nämlich wie folgenden: den nationalen Rahmen zu verlassen gilt es und die Moderne als ein kosmopolitisches Projekt zu verstehen, das durch transkulturellen Austausch entstanden ist und bis heute weiterreicht. Das Bauhaus war von Anfang an international ausgerichtet. Wir möchten in diesem Panel dem internationalistischen Erbe des Bauhauses nachgehen und dabei einen direkten Bezug zum Kapitel Moving Away, genauer dem Beitrag vom Bauhaus Imaginista in Moskau, herstellen, also aus politischer und Himmelsrichtung eine andere Perspektive einnehmen. Der dortige Beitrag war ja unter der Überschrift Der internationale Architekt getitelt und der Referenzpunkt war Hannes Meyer und seine Mitstreiter in der Bauhausbrigade Rotfront, die 1930 bis 1931 nach Moskau ging. Im Folge von Hannes Meyer, dazu gehörten Philipp Tolziner, Konrad Püschel, Tibor Weiner, Bela Schäffler, Antonin Urban, René Mensch und Klaus Mollmann, 7 Schüler, Studierende von Hannes Meyer. Und die Frauen dürfen nicht vergessen werden, Lotte Bese, die Lebensgefährte von Hannes Meyer von September 1928 bis Dezember 1931. Sie folgte ihm nach Moskau. Ihr gemeinsamer Sohn Peter wurde dann am 3. Juli 1931 in Brno geboren. Lotte Bese verließ Moskau für die Geburt und kam dann 1932 wieder als Architektin arbeiten nach Charkow, begegnete dort Mats Damm wieder und verlässt schließlich mit ihm 1935 die Sowjetunion. Zu den Frauen gehören aber auch Margarete Mengel und Lena Bergner. Margarete Mengel, die Sekretärin am Bauhaus, lange Zeit verdeckte KPD-Mitglied, ab 31 offizielles Mitglied, hatte ebenfalls einen Sohn von Hannes Meyer und gerät dann in die Verfolgung und wird 1938 ermordet. Und dazu gehört natürlich auch Lena Bergner-Meyer, die Weberin, die Hannes Meyer dann schließlich in der Sowjetunion heiratet. Die Heirat wird in der Schweiz nicht anerkannt, er muss sie nochmal heiraten. Das gehört also auch dazu. Wenn man über das Bauhaus in der Sowjetunion spricht, muss man, glaube ich, sagen, es gab ein solches nicht. Ja, ganz im Gegenteil, als Hannes Meyer 1930 im Oktober in die Sowjetunion kam, zunächst mit Bela Schäffler, weil er gut Russisch konnte, war ja eigentlich der Kronzeuge des Scheiterns des Bauhauses in der Sowjetunion, in Deutschland. Und er bezeugte dies in einem politischen Kontext, der natürlich außerordentlich problematisch war. Gewissermaßen war sein Scheitern, wir wissen heute, dass es initiiert war und einer politischen Intrige zu verdanken war, dass sein Scheitern, das Scheitern des Bauhauses unter seinem Direktorat gewissermaßen als Scheitern einer linksorientierten marxistischen Schule des Roten Bauhauses in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft gleichgesetzt wurde. Und das bereits 1930, also die ganze Zeit von 1930 bis 1933, wurde bereits quasi als Herrschaft der Reaktion und des Faschismus in Deutschland artikuliert in Moskau. Also Hannes Meyer trat als Kronzeuge der Sozialfaschismus-These auf und hat sich dann auch in der Sowjetunion nicht etwa an die Seite jener gestellt, die für den Konstruktivismus gestritten haben und deswegen die lange Zeit natürlichen Verbündeten des Bauhauses waren, sondern er trat in die Allunionsvereinigung der proletarischen Architekten WOPRA ein, die für eine proletarische Architektur auf künstlerischer Basis eintraten und stellte sich also damit sehr als Affront aufzufassen gegen die Bestrebungen der Vereinigung moderner Architekten unter den wesentlichen Brüder und von Moisés Ginzburg. 1927 hatte bereits diese Vereinigung in Moskau eine erste internationale Ausstellung der modernen Architektur, in Deutschland kaum wahrgenommen, veranstaltet, wo sowohl das Bauhaus institutionell als auch Gropius und Hannes Meyer mit eigenen Arbeiten vertreten waren. Und im gleichen Kontext war auch die Gründung der SIAM vorbereitet, die als Internationale der Architekten programmiert war. Und insofern ist das Auftreten von Hannes Meyer in der Sowjetunion mit internen Brüchen verbunden und auch mit seinerseits internen sehr scharfen Positionierungen gegen die SIAM und gegen die internationale Architektur, wie sie
sich auf einer breiten Basis auch mit und in der Sowjetunion abzeichnete. Wir wollen dennoch das jetzt nicht als planungshistorische Vorlesung natürlich betreiben, sondern wir haben das Glück, dass drei Beiträgerinnen der Ausstellung in Moskau dabei sind und diese Beiträge auch gleich vortragen werden. Und ich werde es übernehmen, hier und da vielleicht Architektur oder zeitgeschichtliche Kommentare zu geben, die möglicherweise die Kontexte der Art von Internationalismus, die wir jetzt erörtern wollen, vielleicht mit erklären können. Es ist ja zu bedenken, dass zwischen 1930, als Hannes Meyer und seine Gruppe in die Sowjetunion kamen, die anderen kamen etwas später, 1931, sich dann bis von 1932 mit den Entscheidungen zum Wettbewerb im Sowjetpalast und mit der Auflösung der pluralistischen Kunst- und Kulturorganisation, der Schaffung einheitlicher sowjetischer Künstlerverbände im April 1932 die Situation dramatisch änderte, auch in den Institutionen es eine dramatische architekturpolitische Wende gab und, was Hannes Meyer später auch wieder offener formulierte, es eine starke tendenzielle Ausländerfeindlichkeit zu beobachten gab, wie also die Existenz und die Arbeitsmöglichkeiten und das Leben der ausländischen Expertinnen und Experten sehr stark einschränkte. Wir wollen jetzt anfangen und wollen zunächst Wendelin hören, die Wendelin van Oldenburg, die Künstlerin ist, die insbesondere mit dem Medium des Films arbeitet, die auf der Biennale mit einer eigenen Ausstellung aufgetreten ist und die in Moskau ein wunderbares Script-Reading entwickelt hat. Und heute wird sie uns eine eigene Präsentation vorstellen. Herzlich willkommen, Wendelin. So, I will continue in English because I can understand German and speak a little bit, but presentations are not so great. Before I put together a little film, besides the script reading that we did in Moscow, there is a film work here in the exhibition that I developed over the last 1.5 years from the same research that the script reading came. The script never made it into the film. But this little collage is a combination of a few images out of the research from archives and a few fragments from the film work that is here in the exhibition. And just before I show that and speak a bit over it, I just want to say that what the work that is in the exhibition became, it's called Two Stones, and it's actually a superimposition of various twos, because I follow two trajectories of two women who have both worked and lived through the early days of communism, and especially in the 1930s. Both of them lived in the Soviet Union. They've both actually ended up living in the Netherlands in the 1950s and influenced public life there, but yet, and both were communists from ideology, but their trajectories are totally parallel, and they actually, these trajectories are very significant for particular strands in the communism of the time, but they don't actually intersect at all. Which is then kind of, it causes a lot of interesting dissonances and resonances between certain thoughts that we could have about this ideological ground from which they both stem. One is Hermine Dumont-Huiswaut. She is a British-Ghanaian-born activist. Political activist and political worker, let's say, who married Otto Huiswaut, who is Suriname-born and later worked for Comintern. And the other person is Lotte Beza, who Thomas already introduced, who also, you'll see also from the little work where she went, but she also had a big trajectory through some other places. As a woman in architecture, and Hermine Huiswaut as a woman in the political field is actually quite significant. Then there are two places where I filmed. One is in Kharkiv, in the settlement called Khatizé, which is a settlement made by a tractor factory that was developed in 1930s. And in the team that developed it was Lotte Beza was active. And Pendrecht, which is a very significant neighborhood of Rotterdam, made after the war. And
has a big significance. It is designed by Lotte Wezen, and a significance in how other post-war neighborhoods were developed in the Netherlands. And then there are also actually these trajectories of these women that are the ground from which actually contemporary protagonists are the protagonists of the film. So there are contemporary people that carry the what comes into the film, and it's very much about their lives as well, how they are. But they are all connected to these issues. And the two main protagonists are Hannah Dawn Henderson, who is an artist and writer living in the Netherlands, but born in Manchester. She has a Jamaican-Scottish background. And the other one is Jenia Gukina, who is a writer and activist and architect historian. Just to give you a little bit of background who these people are, you'll see them on the screen. So the film actually, or the film work really goes more into the complexities of all these doublenesses. So this, the places and the people and these histories. But let's start the film clip. This is Hermine Huiswoudt. As I said, British Canadian born, she was raised in New York. She was a member of the Harlem Tenants League before she became a member of the Communist Party in the late 20s. And here we come to Lotte Wezen, who, as Thomas already mentioned as well, actually, she was the first female participant in Hannes Meyer's architecture class, and she was also his lover at the time of her her student time in the Bauhaus. And as this information became public, she was asked to leave the Bauhaus, so she never finished the Bauhaus. But she then went on to work in all these different architectural situations in Berlin, in Vienna, and later in Brno. She worked for the architect Bahuslav Fuchs, the modernist in Brno. But when she received a child, I said, and I mean it, she then was fired and did not get back her job as a single mother in Brno. Therefore, she went out to the Soviet Union to work there. This is Hermine and Otto Huiswoudt. As I said, she married Otto Huiswoudt, late 20s, and Otto Huiswoudt was the first, he was a founding member of the US Communist Party. They both wrote for the Negro Worker, which is the newspaper of the International Trade Union Committee for Black Workers, commissioned by the Comintern. And they also edited this magazine from 1934, after George Padmore, who is perhaps a bit more known, left that. He also left the Communist Party. They carried on. And Otto Huiswoudt was by the US Communist Party sent to the Comintern meetings together with Claude McKay, but Otto Huiswoudt actually also wrote actively on the policy making of the Soviets for what they then called the Negro question. When they moved to Moscow together in 1930, and Hermine Huiswoudt was accepted in the Lenin International School, whilst she was also working as a translator and a volunteer in very many, many menial jobs for the building up of the new state. She writes here also poetry. Her name, Helen Davis, becomes her party name and also her writing name in the Negro Worker. And this is also one of the identification papers that she had, which I found in the Comintern archive in Moscow. So, and as I said, they moved to the Netherlands in the 1950s. Otto Huiswoudt was a Dutch subject, so they had their later life as political subjects in the Netherlands also being very active. This is a drawing that is from Lotte Stambeze of one of the quarters of the neighborhood Gatese in Kharkiv. And later, after the war, so she had also a trajectory between that job and the Netherlands and where she went in 1934, but in 1946 she became head architect of Rotterdam, which is significant in many ways because Rotterdam, she's German, I'll just say it that way. That was a drawing of Pendrecht, one of her most celebrated neighborhoods, but there were three large neighborhoods that she designed and projected around Rotterdam, which were also presented in two CM conferences. Social planning, however, is not a matter of mundane happenstance. Many major European cities that suffered bombing during the Second World War developed plans for urban renewal, often imbued of a quality of socialistically orientated sentiment, Pendrecht being one such instance.
What is striking, however, is the role that such neighborhoods have served in recent decades, and rather consistently in many such cities, in the social compartmentalizing of non-white and economically disadvantaged citizens. Mm-hmm. Providing me with grounds to make comparisons and perhaps judgments, I have to reduce. Please, what's your name? My name is Natalia. Don't look to the camera. My mother was a medical worker. I like it this. So we came to Kharkov. And I live over there. This house is called Titanic. I bought there a flat, but actually it's not a flat. It's something like a hotel room. And in which city did have you been living? I was living in Lugansk. We had to leave Lugansk. For now, in conditions of war, refugee, because people from Donbass are refugees here in other parts of Ukraine. So in these conditions, she has no choice. So our translator on set is clearly referring to the inner displacement in the Ukraine by the war, the occupation of Russia of that eastern part, Donbass, where our translator Maya is also from. And the Titanics are the larger houses in this constructive plan, the higher ones that were one-room apartments for workers to sleep and to have communal kitchens and bathrooms on the floors, now are occupied by families in these one-room apartments, and they are totally neglected already for years, whereby this woman who was fleeing from the Donbass now lives in one of these and is afraid to go to the toilet at night. These larger houses, they don't appear on the map of Kharkiv. This plan of Pendrecht, as I said, was constructed in the early 50s and celebrated in Rotterdam. So this is a text by Hermina Hausvoet, and she was addressing the Rotterdam Municipal Council. And she titled it, "Only 5% Surinamers, Antillians, and Foreign Workers Allowed." Keep it up, you whites with your stupid consumers mentality. Go ahead, keep your neighborhoods lily white. You blind Dutch workers, corrupted by capitalist imperialist loot. It was your attitude that resulted in this hostile decision. I think that sometimes it's, even today, a bit more camouflaged, the discrimination. So it sort of seeps further into a certain bureaucracy. I know when I was buying here, because I bought my house here, a few years ago, now almost 20 years. Mm-hmm. And then the bank didn't want to give me a mortgage. Yeah. Yes, because they said, omdat ze zeiden van, het is een probleemwijk. Het is, ja, de waarde van het huis gaat nooit stijgen. Okay. Dus ze waren dan bang dat het geld er niet uit zou komen. Mm-hmm. Dus heel veel banken gaven geen hypotheek voor Pendrecht. Het ligt aan welke bank. De ene bank weer wel en de andere bank ook weer niet. Dus je moet maar net de bank vinden. En dan moeten je financiën moeten echt goed zijn. Kijk, als je bijvoorbeeld een grensgeval bent, dan zal de bank je geen hypotheek geven. Je zou een flexwerker zijn. Nou, als je in Pendrecht woont, krijg je dan geen hypotheek. Want ja. So maybe it's interesting to say that in another part of the film you'll also hear Yolanda say that she tried to live next to her sister in the time that she moved to Pendrecht, which was for her a very desirable move. She really loved the neighborhoods, was green and everything, but she could not live next to her sister because of this 5% arrangement.
But I also think that Pendrecht has had a bad name. Mm-hmm. It was like a lot of crime was coming in. But just like I told you, they were putting people into this in this this neighborhood. And but it is all, it is not like that anymore. Okay, it was still there. There's a lot more to say about all these things, also these kind of neighborhoods. I think we know also all over Europe. The text that Hannah reads out when Genia is taking notes on the school board is by herself. That is her analysis of Pendrecht, just to mention. But I think there's many subjects that one could pick up, but not now. Thank you. Vielen Dank, Wendelin. Bitte hören. Ja. Wir hatten ja nur zwei verschiedene Formen von Internationalität. Das eine waren eingeladene ausländische Spezialisten in der Sowjetunion. Die kamen also 1930, 31. Wir müssen ja diese Zeit annehmen, dass es Hunderte waren in den verschiedensten Staatstrusts und dass insbesondere die Gruppe um Ernst May, die er war Chefplaner von Standard Gore Projekt, also von Standardstadtprojektierung, die die Neubaustädte in der Nähe der großen Industrieanlagen, also des Schwermaschinenbaus gemacht haben. Deswegen war also auch Stamm und Lotte Bese in Kharkov oder im Donbass. Die haben natürlich genau in solchen, in diesem Staatstrust gearbeitet. Bese hat dann später auch mit Stamm an Ors, glaube ich, mitgearbeitet. Maybe I can say something in between there, because Lotte never went with a group of people. She just went alone. And I think this is a significant fact because she went alone as a, you know, being, she was already politically active in Brno and driven away from there, you know, against whether the choices for her were clear, either fascism or socialism. And then she went to Kharkiv to find work as a single mother. And then only later she meets Mart Stamm in, and he was part of the May Corporate. I just find it interesting because she's a very, very independent mover through Europe then. And she was internationalist in the sense of her ideas about architecture and where she also connects later in Siam, clearly. But I find it interesting, and maybe I just want to stress that what kind of position she holds as a girl moving through through Europe and working. Absolut. Also offenbar war es ja auch möglich, Verträge zu erhalten außerhalb der Institution, ohne dazu zu gehören. Aber ich wollte auf den Punkt hinaus, dass es eben eine große Anzahl von westeuropäischen Spezialisten in der Sowjetunion gab und dass es ein gemeinsames Verständnis gab zwischen Verantwortlichen der Sowjetunion, die zumindest Ende der 20er Jahre dann eben bis zu dieser Krisenzeit 32, 33 von der Vorstellung ausgingen, dass die Erfahrung des westlichen sozialen Wohnungsbaus, vor allem des deutschen, auch des holländischen sozialen Wohnungsbaus beim Bau sozialistischer neuer Wohnstädte bei den zu erschließenden neuen Industriestandorten nutzbar wäre. Also es gab eine Idee eines Wissenstransfers, was natürlich einerseits zeigt, wie sozusagen Konzepte importiert worden mit allen Problemen und andererseits aber natürlich eine Nähe zwischen dem sozusagen Industrialisierungszielen und den Erfahrungen und Überlegungen der moderneren, ja, wenn man so will, linken, linksbürgerlich orientierten Architektenschaft, was auch die Nähe zwischen Siam und bestimmten Repräsentanten dieser Industrialisierung erklärt. Denn es war seit 1930 geplant, dass der nächste Siam-Kongress in Moskau stattfinden soll. Und insofern gab es einen ganz engen Link, der dann auch letztlich solche Möglichkeiten und eigenständigen Aktivitäten, wie sie Lotte Bese zeigte, überhaupt möglich machte. Und man muss natürlich auch sehen, dass dieses Modell von Modernisierung, das da gefahren wurde, du hattest ja Beispiele gezeigt von diesen Siedlungen des Krakauer Traktorenwerkes, dass die natürlich auch auf verschiedene Formen von Lebensweisen orientiert waren. Also die hohen Gebäude waren Obzhizhitja, also ein Wohnheim mit den entsprechenden Problemen der Ausstattung und der Einzelzimmer. Letztlich hatten aber diese Wohngebiete natürlich einen hohen sozialen Standard, im Sinne von, dass da Kitas, Kindergärten und Ähnliches waren. Also sozusagen eine soziale Grundausstattung gehörte immer mit dazu. Die Wohnung war natürlich elementar, beziehungsweise mehr als einfach. Aber es war immer das Bauprogramm, zumindest der 30, 31, Familienwohnungen, Kommunewohnungen, was nochmal was anderes war als diese Wohnheime. Und dennoch kamen die natürlich genau in die Krise hinein und sind auch nur zum Teil auch realisiert worden.
Also so viel nur als Hintergrund, weil sozusagen dieser Kommentaren-Zusammenhang ist natürlich nochmal ein anderer. Also will auf verschiedene Typen von Internationalismus hinaus. Ja. Natürlich waren die Leute offen zur Sowjetunion, waren bereit, da zu arbeiten, hatten den Enthusiasmus, hatten die Vorstellung, dass unter Bedingungen nicht mehr des existierenden Grundeigentums man jetzt sozialen Wohnungsbau, sozial orientiertes Bauen im großen Maßstab umsetzen konnte. Ja. Das ist etwas anderes als sozusagen die sozusagen Kommentarenstruktur, die natürlich weltweit auf weltrevolutionäre Prozesse setzte. But I still think it's an important or interesting thing to lay these things over each other, so that also where it is in total dissonance, where there is no recognition of these problems one to the other, also causes an ongoing problematic, which is to do with housing and neighborhoods. And of course, as we all know, especially post-war neighborhoods all over Europe, as Hannah also points out. So I think it is important maybe that they are very different structures from within these years of communism, but yet when I could go to a very ground principle, which is equality, then they both function from that same principle, but yet it doesn't function as a result that brings that equality, of course, in these both practices. But it is, of course, it's a challenge. It's not like that you can compare these things. But I think it's interesting, there was also a quote actually in this kind of little fragment that I showed, that they said that there is something about comparisons. What can comparisons actually do, you know, as exercise? So I found it more like a superimposition, like a formal, in a way, kind of interesting format. You just put things on top of each other, look what it looks like. But then also the dissonances become more, you know, loud and clear. So I mean, as a exercise of making a work, I think that's what I wanted to offer. Okay, wir wollen ja verschiedene Aspekte sammeln. Die nächste ist Alice Kreischer. Sie ist Künstlerin und Kuratorin und lebt und arbeitet in Berlin, Buenos Aires. Und man muss es natürlich, habe ich irgendwo gelesen, ja, Mikro. Das ist schon eine Weile her. Nicht, das ist schon eine ziemliche Weile her. Ich wollte aber unbedingt das Potosi-Prinzip natürlich erwähnen, eine Ausstellung, die auch hier gezeigt wurde im HKW. Das ist dann diese Zeit gewesen, oder wie? Nee, das ist 10 Jahre später. Okay, ja. Gut, also alles kriegen wir nicht hin. Okay, gut. Prima. gut, dann lasse ich es mal lieber dabei. Sie können es ja auch nachlesen. Und Sie zeigen uns einfach Ihren Beitrag, der ja auch in der Ausstellung zu sehen ist. Oder Sie tragen uns einen Text vor. Bitte. Ja, ich trage das so ein bisschen vor. Oder nehme das zum Ausgangspunkt für ein kurzes Statement. Ja, also ich habe zu Philipp Tolziner gearbeitet, der ja auch eben erwähnt wurde als ein Mitglied der Bauhausbrigade und der eben halt im Februar 1931 nach Moskau gekommen ist. Also zu seiner internationalen Präsenz ist eigentlich alles ziemlich schnell gesagt. Als Mitte der 90er Jahre seine Aufenthaltsgenehmigung auslief, beantragte er als deutscher Jude die sowjetische Staatsbürgerschaft. Er saß wie viele andere in einer doppelten Falle. Er wurde als ausländischer Spion verhört, tauschte die Erschießung gegen eine 10-jährige Lagerhaft, indem er Freunde beschuldigte, die er in Sicherheit glaubte. Das war, glaube ich, eine sehr oft ausgeübte Praxis. 1938 kam er in das Lager Usolak nach Solikamsk. Ich bringe jetzt ein Zitat von Ursula Muschula, das Rote Bauhaus, was vielleicht auch meine Skepsis gegenüber der Bauhausarchitektur zum Ausdruck bringt. Gut, also Zitat. Die Lagerleitung setzte ihn zunächst als Architekt in der öffentlichen Verwaltung ein, danach in der Projektierungswerkstatt der Hauptverwaltung in Solikamsk. Er entwarf Wohnbaracken und Werkstätten für das Lager, Wohnhäuser für die Wachmannschaften, ein Offizierscasino und ein Villa mit Teich und Bootanleger für die Gattin des Lagerkommandanten. Gegenüber den einfachen Häftlingen genoss er Privilegien, die seine Überlebenschancen erhöhten. Es lag im Interesse der Lagerverwaltung, die Spezialisten unter den Häftlingen zu schützen.
denn die Gulags waren streng geführte, auf Erfüllung der Produktionspläne ausgerichtete Wirtschaftsunternehmen. Die Planerfüllung konnte nur durch rationelle Verwertung der Gefangenen erreicht werden. Die Massenquartiere bestanden aus in Reihe und Glied aufgestellten Holzbaracken, die den Wohnbaracken der Industriestädte glichen. Sie ähnelten auf beklemmende Weise Schwagenscheids Skizze zum Thema kollektives Wohnen der Gruppe Mai, als wäre ein Scherz tausendfache Wirklichkeit geworden. 1956, nach seiner Entlassung, kümmerte sich Tolzina eine Zeit lang noch weiterhin um seine Projekte im Lager. Danach arbeitete er in Perm als Restaurator, insbesondere von altrussischen Kirchengebäuden. Er arbeitete im Auftrag des Föderalen Ministeriums für Kultur an einem Plan zur Restaurierung der Altstadt von Solikamsk. Er siedelte nach Moskau über, wo er 1996 starb. Gut, man kann sich also kaum einen weniger internationalen Lebenslauf vorstellen. Und auf die Frage, die du gestellt hattest, wie und warum die Geschichte des Bauhaus in der Sowjetunion bis heute so wenig rezipiert wurde, kann ich wenig antworten, weil ich mich gar nicht damit auskenne. Das Zitat, das ich vorgelesen habe, zeigt ja auch eine gewisse Distanz. In meiner Widmung, die ich gemacht habe für Tolzina, ging es also eher um eine Biografie, die verstrickt war in dieses Scheitern bzw. der Brutalisierung der sowjetischen Revolution. Sehr geholfen hat mir dabei ein Buch von Bini Adamczak, Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Das war ein Anarchist, der ausgewiesen wurde aus der USA und schließlich in die Sowjetunion kam und da den Boden küsste und sagt, es ist der schönste Tag in seinem Leben, und das kann man auch in der Arbeit sehen. Da ist so ein komischer, karierter Mensch, der da gezeichnet ist. Gut. Für mich war es ein längst überfälliger Versuch, diese Brutalisierung zu verstehen. Ich habe wie so viele meiner Generation das Thema immer vermieden, vielleicht aus einer gewissen nostalgischen und bequemen internationalen Solidarität heraus. Ziemlich hilflos in Bezug auf die Frage des Panels habe ich mich daraufhin in der Ausstellung umgeschaut und bin auf so viele andere Lebensentwürfe, Schulen, Projekte und Initiativen gestoßen, die ebenso unbedingt lokal waren wie die von meinem Protagonisten. Die Ausstellung zeigt, dass diese Projekte eben kein Nachvollzug eines universellen Konzeptes Made in Germany sind. Sie zeigt, wie das Konzept sich verselbstständigt und es dadurch lebendig wird. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Appropriationspanel gleich. Gut, die Hilflosigkeit in Bezug auf Rethinking Internationalism wiegt aber ja schwerer. Sie findet nicht so richtig Platz im Kontext Bauhaus, denn wir sind in einer politischen Situation, die all unsere Prognosen über die Auswirkungen des entfesselten Kapitalismus, die wir in den letzten Dekaden an die Wand malten, als Arbeit einer schlampigen Cassandra entlarven. Ein Teufel an der Wand aber ist sehr stark angezählt. Es ist die westliche Hegemonie. Das macht es unmöglich und lächerlich, einen Internationalismus von einem Ort aus als universelles Konzept zu denken. Zugleich aber gibt es viele Freundschaften, die uns genau wissen lassen über die Realität des disruptiven Kapitalismus und über den täglichen Widerstand, und zwar durch solche Scherben. Die Beispiele, die ich jetzt bringe, die beschäftigen mich gerade im Moment. Einmal ist es das Migrant Worker in Museum in Peking, im Pikun Village am Rand von Peking, besingt das Leben der Nachbarn in Folkrock-Balladen. Das Museo del Puerto in Bahía Blanca in Argentinien besingt das Leben der Nachbarn in Jamben wie von Ovid. Was ich damit meine, ist, dass diese Scherben uns dabei behilflich sein können, Internationalismus neu zu erfahren, weil sie andernorts bereits angewandt werden.
Von diesem Gebrauch berührt, funkeln sie so anders und so hell, wie wir das vormals erzwungene Ganze, aus dem sie kommen, noch nie gesehen haben. So. Vielen, vielen Dank. Wenn es kein Bauhaus in der Sowjetunion gab, gab es aber Bauhäusler und Bauhäuslerinnen in der Sowjetunion. Astrid Volpert, die seit langem darüber arbeitet, hat, glaube ich, 15 Frauen und 47 Männer identifiziert. Und aus der Gruppe von Hannes Meyer, die ich vorhin ansprach, den sieben, sind also Antonin Orban, Klaus Meumann und Margarete Mengel ermordet worden. Und er selbst, Hannes Meyer, sucht ja nach dem Zweiten Weltkrieg den Kontakt mit in Ostberlin lebenden Bauhäuslern, kommunistischen Bauhausfreunden, und erinnert sich daran, dass mehr als 20 Weggefährtinnen mit und ohne ihn in die Sowjetunion gegangen sind und 10 der 13 in der Sowjetunion gebliebenen, also gebliebenen heißt nach 1933, 34, 35, spätestens 37 dort gebliebenen, 10 der 13 dort gebliebenen sind ermordet worden, beziehungsweise haben die Lager nicht überlebt. Philipp Tolzina hat sie überlebt, die Lagerhaft, und war dann sogar auch wieder in Deutschland, hat dem Bauhausarchiv seinen Nachlass hinterlassen und traf auch Konrad Püschel, auf den wir gleich kommen, wieder, also seinen Mitgefährten aus der Bauhausgruppe, Bauhausbrigade Rotfront. Ich will mal auf einen Punkt aufmerksam machen, der dieses Problem des dezentralen Internationalismus vielleicht unterstützt. Nämlich, es gibt eine bekannte oder hier weniger bekannte Affäre und Auseinandersetzung, die auch Hannes Meyer verwickelt war 1935. Er blieb dann nicht der enthusiastische Vertreter der proletarischen Architektur, sondern als Schweizer tat er sich außerordentlich schwer mit Nationalismen und mit Nationen auch. Das heißt, mehrsprachig, regional, kantonal, mehrkantonal geprägt, verweigerte er sich eigentlich der Entwicklung einer großrussisch geprägten sowjetischen Kultur für alle Völkerschaften. Die große Debatte Mitte der 30er Jahre mit der stalinischen Verfassung und der Entwicklung einer stalinischen Nationalitätenpolitik war ja im Grunde die nicht unmittelbar dem russischen Mehrheitsbevölkerung zugehörigen, vor allem mittelasiatischen und anderen Republiken, eine sozialistische Entwicklung zu gewähren. Und da gab es große Diskussionen darum. Da war Hannes Meyer selber auch involviert. Er hat sich nicht nur intensiv mit faschistischer Architektur in Italien beschäftigt, sondern eben auch der Frage des Regionalismus in der Architektur ist er näher nachgegangen. Und es gab einen interessanten Auftritt eines Soziologen, konstruktivistischen Theoretikers Michael Achitowitsch, der im Haus der Architekten im Jahr 1935, Hannes Meyer war in der Leitung dieses Hauses und hat das sozusagen ermöglicht und eingeladen. Dieser Michael Achitowitsch hielt da also einen Vortrag mit dem Titel oder mit der Losung kommunistisch im Inhalt und regional in der Form. Das war direkt gegen die stalinische Losung von sozialistisch im Inhalt und national in der Form gerichtet und griff wiederum Ideen der Konstruktivisten aus den späten 20er Jahre auf, die meinten, die Moderne in den nicht Europa- und westzentriert zu denkenden Bereichen, vor allem Mittelasiens, könne nicht daran bestehen, dass man sich quasi nachholend eine nationale Kultur noch dazu an den Machtobjekten und Machttypologien entwickelt. Und da gibt es also einen wichtigen Satz von Ginsburg, Moise Ginsburg, der dieses Nakhon-Phin-Gebäude in Moskau gebaut hat und einer der Hauptstrategen der modernen Architekten, also der Konstruktivistenvereinigung war, der sagte, dass die Zukunft der modernen Architektur in Mittelasien nicht in der Moschee, sondern im Wohnhaus der einfachen Leute liegt. Das waren Diskussionen, die zu der Zeit geführt wurden. Müssen die zum Beispiel alle jetzt europäische Kleidung haben? Braucht man unbedingt einen Kinderwagen oder ist vielleicht eine Babyschale, die man an die Decke hängt, viel besser und ähnliches? Also es ging darum, wie mit den unterschiedlichen Lebensgewohnheiten, mit den klimatischen Bedingungen und Lebensgewohnheiten umgegangen werden sollen. Und später hat der Hannes Meyer auch den von ihm zwar nicht
also selbst kritisierten oder nur ironisch gemeinten Begriff des tropischen Städtebaus entwickelt, dann aus Mexiko, wo also quasi eine andere Moderne ins Gespräch kam. Und es ist nun interessant, dass gewissermaßen unter den Bedingungen des Stalinismus, des sich verfestigenden und durchsetzenden Stalinismus, diese Debatten aufkommen. Die werden zwar nivelliert und letztlich hat der Achitowitsch die Diskussion mit dem Leben bezahlt, aber Hannes Meyer hat überlebt, indem er die Architekturbühne verlassen hat und sich dann in die internationale Arbeit auf die Kommentarenbühne gewechselt ist. Das hat ihn eigentlich das Leben gerettet. 1935 tritt er in die Kommunistische Partei der Schweiz in Moskau ein. Und auch diese Frage des der Folklore, jetzt nicht des folkloristischen im Sinne von rückwärtsgewandter Kulturtradition, sondern als Ressource für die Gestaltung und Steuerung oder Korrektiv einer bestimmten zentralistisch gedachten Moderne, spielte in diesen Jahren schon eine Rolle. Insofern lohnt es sicherlich jetzt nicht die Spuren des Bauhaus in diesen Debatten, aber doch sozusagen die Suche nach einer anderen Moderne, die letztlich auch Hannes Meyer bereits am Bauhaus zu seinen späten Zeiten versucht hat, weiterzuverfolgen. Das war jetzt ein Kommentar, Klammer zu. Wir kommen zu Doreen Mende und ihrem Projekt zu Konrad Püschel. Doreen ist Kuratorin und Künstlerin und vor allem, oder darüber hinaus, Direktorin des CCC Research Masters and PhD Forum an der Genfer Hochschule für Kunst und Gestaltung. Hello, good afternoon, everybody. It's great to see really a packed hall, lecture hall. I'm going to speak in English, even though German is my first language, but the whole research took place in English. And also sometimes it's much more almost kind of, in a good sense, alienating to speak in a different language than the, I mean, first language, specifically when we talk about complex politics regarding East German internationalism, which I have been working on in several projects over the last years. Of course, thank you to Marion and to Grant for, I mean, setting up this amazing and world-opening Bauhaus Imaginista project. I think, really, it's very timely and important. Julia Jung, thank you very much. And Franziska Zahl, Longi Letti, Jessica Pes, Katinka Bhagwati, Karima, and also Trang, and the technicians. I will say in a second when we start. Before we start, we could already like have the first the first image. I prepared a 10 minutes long MP4 file. So it's a text layer, script, a visual layer, and you will see a set of questions, three questions that basically emerged from the research process. I'm a curator and a theorist, and I've developed a research display that's installed in the exhibition. And we start. Thank you very much. We can dim the light here. Two quotations to begin with. Once we free ourselves from the idea that all aid was manipulated by Moscow or by Washington and subordinated in a monomaniacal manner to the superpower quest for world domination, it becomes possible to identify a whole host of actors, analytical levels and narratives that could and cannot be made visible through the Cold War-centered dominant perspectives, writes the post-colonial historian Yang Sung Hong in Cold War Germany, the Third World, and the Global Humanitarian Regime. Second quote. It is this geopolitical configuration and its post-imperial transformations that situate what I call here the post-colonial constellation that shapes the ethics of subjectivity and creativity today. It's a quote from Okwui Enwiso from Contemporary Art in State of Permanent Transition. Quote end. Hamhungs to Orphans, the research display, has been conceived from the concern for a rarely remembered and academically hardy research project. There is only like a practice-based PhD, we would call it today, from 2016, by Dong Sam Sin, who was the interpreter of the German working group around the East German and Bauhaus-trained architect Konrad Püschel,
who was a delegated to North Korea in 1955 to reconstruct, to conceive a master plan for rebuilding the industrial city of Hamhung. I became aware of that project through Marion von Osten, who invited me to research Konrad Püschel, and it's amazing. And it's, I mean, not so much things we can like academically research. The Hamhung urban planning project by Konrad Püschel departs from the period of really existing socialism in the GDR and proletarian internationalism in Korea. It can be analyzed as a really existing alternative to proto-global capitalism of the Cold War and as a really existing alternative to Nazi Germany. Considering that Konrad Püschel is a Bauhaus-trained architect who joined the Bauhaus Dessau in 1926 and graduated with the Bauhaus Diplom Nummer 21, in 1930, before he joined Hannes Meyer to Moscow, was mentioned, as well as to Orsk, where they developed like a large also master plan for a socialist city in 1934. Where am I here? Okay, so Konrad Püschel is a Bauhaus-trained architect. Therefore, I would like to pose this question, or the claim, there was a Bauhaus consciousness in the GDR that would want to consider architecture as art. It's a quote by Lothar Bolz, who was the first minister of the Ministry of Aufbau, of Reconstruction, after the war. About figure I don't understand quite yet, which would demand, this kind of architecture as art would demand to value the achievements of Walter Gropius and Hannes Meyer a little differently, said Richard Paulig, an architect who worked with Walter Gropius and then also was part of this travel to Moscow in 1950, where a whole group of architects in East Germany conceptualized the 16 Grundsätze, that's a mix of language, 16 Grundsätze, pardon me? The 16 basics of principles. Okay, excellent, thank you. So, and this is also like to be situated in the GDR context that fostered the delegation system that nominated Püschel as a construction specialist for Hamhung. This Bauhaus moment, so we have this East German Bauhaus consciousness, I would call it, that is rumbling and finds its way through and is also like constitutes this kind of geopolitical link to be this project in Hamhung. There exists a Bauhaus project in North Korea with Püschel's master plan for rebuilding a city after the war. In other words, can we think of a North Korean moment of the Bauhaus? This is an open question. Researching Püschel's Hamhung project allows to rearticulate the entanglement or enmeshment of geopolitics with architecture, of internationalism with nation building and state crafting as constitutive and ambivalent forces of modernity. This enmeshment and ambivalence between internationalism and nation-building state-crafting, something that we've discussed a lot, and I find this really compelling, and I think this also informs, I think, our conversation to some extent here for the Rethink Internationalism, but also to the first panel with this excellent lectures and contributions. So I would like to go to two elements where how I would like to understand this internationalism, that proletarian internationalism that is specific for manifesting an East German internationalism under the conditions of war, or should we say of many wars. I would like to highlight war here as a condition. Hamhung's Two Orphans, it's the title of the research display, suggests to engage with the conditions of war for rebuilding the industrial city of Hamhung in North Korea as a modernistic and internationalistic project for state and nation building. Thousands of people were killed by the genocidal war, Korean War from 1950 to 53. Houses, factories, and infrastructures were destroyed more than 90% by the Korean War. It sounds like that as if war produces the condition here of the modernist idea of a tabula rasa, or otherwise differently called plan voisin. In North Korea, it has been war that made the utopian idea of tabula rasa to become true for building a new city entirely from scratch by installing a spatial cybernetic infrastructure, we would call it, or a kind of a topo technology
to project a new political system after the war as a material and social infrastructure to program a socialist society populated and operated by a new also ideological horizon. One war just had been over, the Second World War. A war that led to an ideological divide in Europe after 1945, with conflicting zones, with a border dividing a country that the first Prime Minister of independent India, Jawaharlal Nehru, called an international frontier during the first conference of the Non-Aligned Movement in Belgrade only a few years later, 1961. In other words, the divide inside of Europe had been a symptom of a global reordering system orchestrated by competing dominant powers, of which the German war only was one element and one example, but the divide of Korea another one. The Second World War just had been over, while a Third World War had begun already and immediately, the global Cold War, of which the Korean War was the first hot war, only 5 years later after the Second World War had ended in 1950. Hamhung's master plan takes place in the moment when the world reorganizes itself politically profoundly. That does not randomly coincide, architecturally and technologically speaking, with the call for the industrialization of construction. Hamhung is one of the first projects that has been built with the technique of prefabricated building blocks. You see this here, have seen this. You can see the fabrication process being extensively documented by Püschel. He observes precisely the steps to produce blocks that you will see lined up in a row while she, the worker, gazes your eyes. This technique seems to anticipate the later non-production of prefabricated concrete slabs, but realized in North Korea before architects applied the technique in Germany. Okay, I think I have to cut a bit because we're already running out of time. We were told 10 minutes to prepare something, so I go a bit further here. I just would highlight this. Nikita Khrushchev gives this very important speech in December 1954 for the industrialization of construction. The industrialisierung des Bauwesens was highly discussed in the East German kind of architectural scene by Kurt Liebknecht, being discussed in the journal Die Deutsche Architektur. And this composes, I was looking into the conditions of production for this Hamhung project. So, I would like to end this kind of short statement, and we can go, I'm sure, into details. Hamhung's Two Orphans is a research display that operates a thought constellation across geographies and generations with the objective to construct a chronopolitical narration in its own right of the contemporary. This chronopolitical drive mobilizes a conceptual disobedience for challenging the chrononormative order of historical knowledge and academicism. It seems necessary to me, specifically also in a place like the House of the World Cultures we are sitting here, that in itself is a product or a symptom of the Cold War politics. It's a gift by the United States. In the form of architecture, whose address here still is the John Foster Dulles Allee. And you know that John Foster Dulles was a horror Cold War anti-communist U.S. Republican colonist. So, and this is still here. We are still asking the taxi driver to bring us to the John Foster Dulles Allee. So, John Foster Dulles celebrated imperial power in the Berlin Conference of 1954, architected horrifically against the political and social movements of the Asian African Bandung and later the Non-Aligned Movement movements, but was defeated in the Geneva Conference of 1955. There's a very nice cartoon in the research display. The East German newspaper Neues Deutschland reported extensively on the Geneva Conference in 1954, with cartoons as well. So this building here that demonstrates imperial power towards the Soviet-occupied zones, really existing socialism in the GDR, engineering an embarrassed silence that Frederick Jameson calls this, about an East German art, life, politics, economics, and internationalism until very recently. So, and I think for that reason also this exhibition is important from that perspective to open up that kind of horizon. Hamhung's Two Orphans takes
the attempt to propose or to begin the work of decolonizing socialism in various ways. I propose two, there are more approaches to this, by liberating ourselves from the idea that all aid was manipulated by Moscow or by Washington after 1949, 1954, but precisely analyzing these projects through its conditions of production in a chronopolitical manner that opens up a post-colonial constellation with the potency, the necessary and urgent potency to shape the ethics of subjectivity, creativity, and pedagogies today. Marion von Osten's introductory statement reminded us very strongly, I mean, what the Bauhaus promoted is also an educational, pedagogic kind of proposal that we should hold on to. A further approach to this, unfolding and rethinking also this kind of socialist internationalism is by learning a vocabulary that is able to voice the embarrassed silence about GDR's internationalism by liberating it from the binary blockage that, again, the whites, artists and architects and also scientists, either on the side of dissidentism or conformism. I think this is changing, but I think we are now, breaking through an end of the Cold War, maybe after 30 years it was officially ended. So let me finish with a sentence from Chris Marker, who visited North Korea in the mid-50s and published the book Korean in 1959. The second chapter is called The Two Orphans, so this is also, I borrowed the title from it. And just as a kind of something to hold on to think with, to walk with, quote, the tale says that an orphan rediscovering her parents' home after many years of exile had the surprise of finding herself there already, a double of herself, identical down to the smallest detail, who obviously greeted her as an intruder. Thank you very much. Großen Dank, Doreen. Der Rahmen ist jetzt gesetzt bis ins die Zeit nach dem Krieg. Der Internationalismus ist jetzt in eine bipolare Welt gekommen. Die zerbricht inzwischen wieder. Wir haben die Probleme des Unilateralismus und Ähnliches. Ich will nur versöhnend oder versöhnlich sagen, dass es eine Berliner Initiative gibt. Hannes Meyer hatte sich ja 1949, ich komme immer wieder auf ihn zurück, weil er sozusagen das Zentrum des Moskauer Beitrags war. Hannes Meyer hatte ja sehr genau die Entwicklung in Ost-Berlin verfolgt und hätte gerne bei der Bauakademie mitgemischt und wäre auch gerne an Entwürfen für die Stalinallee beteiligt gewesen. Und aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht auseinandersetzen kann, ist das nicht zustande gekommen. Es gibt aber jetzt die Initiative in Berlin, die Stalinallee, die natürlich Teil der Baupolitik der nationalen Tradition ist. Also ein Konzept, wo man die Nationen versuchte zu gewinnen gegen Nationalismus vielleicht, als erste sozialistische Straße Deutschlands. Und die natürlich eine enorme Herausforderung für den Westteil der Stadt und für den Westen insgesamt darstellte. Und die Interbau 1957 mit diesem hier angesprochenen Ensemble natürlich auch der Kongresshalle und der Unité d'Habitation Berlin von Le Corbusier und dem ganzen Hansaviertel und dem zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, der genau die Umsetzung der Industrialisierung des Bauens Ende der 1950er Jahre widerspiegelt, gemeinsam zum Weltkulturerbe anzumelden. Also die Idee ist sozusagen, diese verschiedenen Typologien als Varianten eines Modernisierungsprozesses oder einer Moderne zu verstehen, die natürlich in sich sehr differenziert war, die auch gegeneinander gesetzt war und die Konfrontation, die ja in dieser Form im Medium des Städtebaus, übrigens als Wohnungsbau, Städtebau als Wohnungsbau, nur in Berlin stattfand und nur in Berlin, nur Berlin war natürlich Ost und West zugleich und nur hier konnten unter dem Direktorat oder der Ägide der Besatzungsmächte eigensinnig und eigenlogisch natürlich entsprechende Projekte verwirklicht werden, dass man diese konfrontative Struktur heute als Konkurrenz, ja als Koevolution der Moderne verstehen kann und damit also auch einen Deutungsrahmen anbietet, der diese bisher geteilt und immer noch in Dominanzgesten gedachte Geschichte
als einen inneren Zusammenhang verstehen kann. Übrigens spielen da natürlich Bauhäusler eine große Rolle. Gropius hat natürlich hier im Hansaviertel mitgewirkt und Richard Paulig, der schon am Rande erwähnt wurde, der das Stahlhaus gebaut hat und die Kantgaragen und in Shanghai Stadtplanung verantwortet hat, der war der Aufbauleiter der ganzen Stalinallee und hat auch den bekannten Block C Nord, C Süd, der jetzt Gegenstand der Privatisierungsdebatte in Berlin ist, gebaut. Also es gibt sehr viele Bezüge von Hans Scharoun und seinem Wirken als ersten von den Sowjets eingesetzten Stadtbaurat in Berlin mit seinem Kollektivplan von 1946, ganz zu schweigen. Also Bauhaus ist stadtplanerisch natürlich ohne die Querverbindung zu Siam und zum neuen Bauen insgesamt gar nicht zu denken. Und es ist außerordentlich hilfreich, sozusagen diese Rückblicke und diese retrospektiven Betrachtungen in die Zukunft zu wenden und die Geschichte nochmals durchzuarbeiten, um daraus Anregungen für die heutige Deutung zu gewinnen.